Big Mama. Meine Damen und Herren, wir befinden uns auf dem direkten Weg ins Jahr des Publikums. Welche Dramatik erwartet uns als nächstes? Big Mama in Action. Der rasante rote Komet den Wolken vertreibt und die ewige Nacht durchdringt. Der einzig wahre, der einsame Roboter darin rennt. Oh yeah! Ich werde während des ganzen Duells keinen einzigen Treffer durchlassen. Wow, unglaublich, die klare und deutliche Ankündigung eines Dings des Unmöglichkeit. Das ist der Red, den wir kennen und lieben. Er hebt den Kampf erneut auf die nächste Stufe. Bist du dir sicher, Red? Du darfst keinen einzigen Treffer abbekommen, sonst verlierst du. Keine Sorge, ich schaffe das schon. Sein Gesicht kann man nicht erkennen. Ich glaube, Red Skinner ist nicht glücklich über seine Prallerei. Es treibt ihn zu Weißglut. Wo ist sein Kopf eigentlich? In das Finale. Dick, los! Okay, ich muss jetzt... Oh, oh, oh! Achso, so war das. Ich muss jetzt aufpassen, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, denn... Weg mit dir, du dreckiges Teil. Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ey, komm. Und noch ein Stein auf die Fresse und dann weg mit dir. So, Big Mama besiegt. Der Sieger steht fest. Wie er es angekündigt hat, war es der perfekte Sieg. Der einsame Roboter heute, der Sieger ist Red. Groupies! Puh, für einen Moment dachte ich, dass ich das geht daneben. Ich gehe schon. So wundervoll wie immer. Ahaha, das hat er also auch geschafft. Interessant, sehr interessant. Huh, was heilen? Wo gehst du hin? Du Dreckiger, jetzt wird sie gegen mich kämpfen, wusstest du. Red, bevor du den Sieg deine nennen kannst, musst du erstmal mich besiegen. Was? Sie meinen wirklich, ich soll gegen sie kämpfen? Genau das meine ich. Meine Damen und Herren, es ist unfassbar, ein neuer Herausforderer hat den Ring betreten. Mehr, wir wollen mehr. Wie wäre denn das in Ordnung für Sie, mein Promoter? Erst selbst auferlegte Regeln und nun ein neuer Herausforderer? Pures Gold. Selbstverständlich, mach ruhig weiter. Es geht also direkt mit einem speziellen Match weiter. Okay, du mit deinem Hockeyschläger wärst mir nicht in den Quere gekommen. Wenn ein neuer Herausforderer die Bühne betritt, gibt es einen speziellen Match. Wieso muss uns nochmal begrüßen? Er ist der aufgehende Stern am Kopf. Kampfhimmel. Red beflügelt den Durst nach Freiheit. Der einzige wahre, der einsame Roboter der Welt. Das kann sich auch was mit fast machen. Und Saiyan, du wirst ein Hero. Egal, ich habe die Chance, ihn die Fresse zu verlieren. Ah, Prinzessin Teria, sein Lebensinhalt ist es, euch zu beschützen. Ein Ritter des Königreichs. Prairie, der Leibwächter der Prinzessin Saiyan Garland. Garland? Durandal und ich werden für den Weg des Ritters einbläuen. Ey, sagt es Durandal, das ist mein Roboter. Erlaubt mir, ihn kurz aufzubauen, weiter Erwärter. Hat einfach Roboter geklaut, okay? Das ist das Ende, besiegt mich, falls du es kannst. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Spezialmatch. Perfekt. Perfekt. Sehen wir, was du gegen mich anrichten kannst, du Dreckiger. Ich glaube, er kommt gar nicht mehr zum Zug. Ja, er kommt nicht mehr so sehr zum Zug. Und was er bis alles abgezogen hat, das ist ein Blitz. Hier siehst du den Unterschied zwischen einem Versager und einem Gewinner, Saiyan. Man sieht euch mal, wie viel er abgezogen hat. Aber ich hätte es auch zu einem perfekten Sieg geschafft, wenn ich jetzt nicht so übermütig wäre. Das ist ein Versager, der lebt und lebt. Und der Roboter ist Schrott.
Der Sieger steht fest. Hier ist er, der Sieger des heutigen Spezialmatches, das in die Geschichte eingehen wird. Der einsame Roboter, der seinen Namen lautet Red. Wundervoll, Red. Ganz wundervoll. Mein Glückwunsch. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Ich bin beschämt, aber du bist wirklich sehr stark. Oh nein, mein Roboter, mein Roboter. Publikum hat das gesagt. Ich dachte, es gehört in diesen Sprecher da. Red, welch wunderbarer Kampf. Danke. Boah. Du warst auch gut sein. Ist alles okay? Oh, Prinzessin, dass ihr euch um mich sorgt. Aber es geht Ihnen doch gut, oder? Natürlich, weg. Wage es nicht nochmal an meiner Stelle zu antworten. Ich bin erleichtert, dass du nicht einfach ernsthaft verletzt bist. Nun denn, Zeiten, wir gehen. Jawohl, Hoheit. Ey, Moment mal, was ist mit Red? Er soll doch in meinen Dienst treten. Ich befürchte, Red wird sich nicht durch die Grenzen eines einzelnen Landes einsperren lassen. Ich brauche in der Tat viel Platz. Ich freue mich schon jetzt auf den Tag, an dem wir uns wiedersehen, Red. Pass gut auf dich auf. Dann muss ich mich wohl erstmal beschlagen geben. Aber besuche mich jederzeit. Ich werde in der Prärie auf dich warten. Lebe wohl. Davon träumst du. Ob ich wegen einer Schwuchtel dahin gehen würde. Das sind echt zwei Exemplare. Vier Kämpfe in Folge war nicht ohne. Ich schnappe mir mein Geld danach nichts wie weg. So, da kann ich auch gleich einen kleinen Cut machen und dann geht's gleich dann auch wieder weiter. Wunderbar, du warst da draußen fantastisch. Großer und gute Arbeit. Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir so einen spektakulären Kampf zu sehen bekommen. Wissen Sie, das war nicht wirklich geplant. Aber ohne dich hätte es diesen Spektakel nicht gegeben. Hier ist dein Geld für den Kampf. Ich bin schon gespannt, welche Verrücktheiten du dir das nächste Mal einfallen lässt. Danke. So, ich habe jetzt mein Geld bekommen. So, komm. Wir sehen uns gleich wieder. Es war ein schönes Wetter und ich gammel hier rum in mein Zimmer. Egal, die Nacht wird gut. Die Nacht wird sehr, sehr gut für mich. Nächstes Ziel. Daruninseln. Das war wieder ein... nicht schon wieder so ein Kack. Irgendwie habe ich nicht so Bock zu fliegen. Nicht so sehr. Hier sind die Quests, die du zur Zeit annehmen kannst. Kuchenlieferung. Ach so, das da. Suche jemand, der einen heißen Kuchen zu Grenzwächtern liefert. Okay, das war schwer. Ich weiß es noch. Bitte geht zu Julie, um Näheres zu erfahren. Sie arbeitet im Café. Okay, wo ist das Café? Ich dachte, ich soll zum Café gehen. Ihre Uniform, Sie arbeiten hier, oder? Ich bin wegen des Lieferjobs hier. Toll, danke für deine Hilfe. Wir haben nicht viel Zeit, also erkläre ich dir schnell. Pass gut auf. Okay. Dieser Kuchen muss zu einem Kreuzer gebracht werden, der in Grenznähe patrouilliert. Bitte flieg mit deinem Roboter und Fliegenfährin aus, solange er noch heiß ist. Außerdem musst du unsere hauseigenen Bauteile einsetzen, solange du für uns auslieferst. Warum? Werbung machen? Weil es gute Werbung für unsere Kaffee ist, sage ich doch. Ach so, ich verstehe. Kein Problem. Noch was, falls du zu lange bist und der Kuchen kalt wird, bekommst du keine Belohnung. Bist du soweit? Okay. Ja, ich bin startklar. Gut, hier, bitteschön. Frisch gebackener Kuchen empfangen, jetzt wird gefressen. Autsch, ist der heiß. Hihi, ich hab dich doch gewarnt, oder? Und er sieht so lecker aus. Natürlich, das ist unser beliebtester Kuchen, aber nicht unterwegs davon naschen, okay? Was denken Sie von mir? Ich bin ein Profi, das will ich niemals tun. Ich aber. Okay, jetzt muss ich mal... Ey, willst du mich jetzt verarschen? Der sieht so kacke aus. Der Kreuzer ist da vorne. Ich habe dir einen Timer gestellt, damit du weißt, wie lange du noch brauchst. Der Zeitlimit ist 1 Minute 45 Minuten. Lieber den Kuchen in der Zeit aus und alles ist bestens. Verstanden? Je schneller du bist, desto zufriedener wird der Kunde sein. Und jetzt ab mit dir. Durch Spenden im Zeitlimit erhältst du einen neuen RG-Rumpf. Was ist dieser RG-Robo-Rumpf? Ich weiß es gar nicht. Das hat irgendwie gerade für mich am Web angehört. Okay, so ist die Strecke.
mir heute wieder mit... Was ist heute nur mit mir los? Ich bin heute irgendwie zu gut mit dem Fliegen. Jetzt kommt es wieder. Verdammt. Mein Zelt eigentlich. Okay, das sieht eigentlich schon gut aus. Ich muss in den Zeitnehmer das schaffen. Ja, komm, ich habe das in den Zeitnehmer geschafft. Okay, ich kann gleich nochmal versuchen. Mann, oh Mann. Okay. Geschafft. Boah, ich darf einfach nicht reden, habe ich es geschafft. Neuer Rekord, gut so. Ich weiß, als ich das früher gespielt habe, habe ich das noch nie in der Zeit geschafft. Immer darüber. Und da sagt er zu dem Kuchen, puh, ich habe im Zeitlimit geschafft. Der Kuchen ist noch warm. Hoffe ich jetzt mal. Und ja, sagt er was. Also je schneller oder wie langsam man ist, sagt er was anderes, der Typ hier. Hallo, ich bin vom Star Dogs Café. Hallo hier drüben, ich habe schon auf dich gewartet. Hier ist Ihr Kuchen, den Sie bestellt haben. Yep. Er sieht heiß und lecker aus. Lass mich mal abbeißen. Oh, man merkt, dass er nicht direkt aus dem Ofen kommt, aber er ist immer noch heiß und lecker. Ist ja gut so. Gute Qualität. Ich bin wieder da. Ich hab's geschafft, bevor der Kuchen kalt war. Das freut mich zu hören. Aber ich glaube, ich könnte es noch schneller schaffen. Du hast jedenfalls gute Arbeit geleistet. Hier ist deine Belohnung. Yay. Ich würde mich freuen, wenn du für mich bald wieder eine Lieferung zuschneiden könntest. Gerne, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Du bist eine große Hilfe. Nimm den Job wieder bei der Questbörse an, wenn du danach bist. Ja. Klar, wenn ich nichts anderes zu tun habe, mache ich das vielleicht. Aber nur vielleicht. Okay.